Hallöchen von herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespielt Angelstone Rise of the Resistance. Heute das Spiel sieht komisch aus, auch vom Grafikstil halt irgendwie gerade sehr, sehr alt gewesen. Aber lasst uns überraschen, wir spielen als Gast natürlich. Gäste-Accounts werden nicht gespeichert. Wenn man also den Vortritt speichern möchte, sollte man definitiv einen Account anlegen. So, wir haben hier vier Server, Europa, Asien 1, Amerika und Asien 2. Wir nehmen natürlich Europa für uns, der für Ping-mäßig wahrscheinlich der beste Server. Wir nehmen unseren normalen Namen, wird wahrscheinlich schon vergeben sein. Na klar, dann kriegen wir hin. Ach, fuck you. So in etwa, war. So, okay, wir haben hier wieder drei Klassen. Berserker, Angriffsscharen, Mittelrüstung, Hochsteuerung, etwas weniger als Mittel, Nahkampf, Rolle Nahkampf, Waffe, Großschwert und Panzerhandschuhe und die Ressource Wut, Regeneration im Kampf. Der Revolverhead ist eher ein Fernkämpfer, Muskete, Revolver schießt der und Ressource ist der Fokus. Angriffsscharen relativ hoch, Rüstung wenig, heißt er kriegt ein bisschen mehr Schadensteuerung. Ja. Gleiche Angriff, was genau Steuerung hast, keine Ahnung. Und den Schattenmagier. Rolle mittlere Entfernung, Waffe, Sense, Speer, Stab und Ressource, Mana, Regeneration. Die Sekunde, was hat der Wolverheit gemacht? Regeneration alle 5 Sekunden. Eigenstand, Rüstung und Steuerung, fast alles identisch. Dann wir nehmen einfach mal den Revolverheld mit. Ne, nehmen wir den Magier mit, alles klar. Wir nehmen den Magier mit. Wisst ihr, dich dem Widerstand anzuschließen? Ach, ist egal, wir quatschen jetzt nicht rum. Wir machen einfach nur wir befolgen das, was die labern. So, das ist ein Skill gewesen. So, nächster Skill, den wir benutzen können. So eine, ja, so ein Skill, der dann in einer Linie nach geradeaus geht. Bam! Mit der geht's schon aktive Fähigkeiten. Ach ja. Ihr seht ja schon, wenn ich nach oben drücke. Okay, er läuft. Wenn ich nach oben drücke, dann zack. Und beziehungsweise rechts drücke, dann nach oben und so weiter. Bam! Okay, das hat jetzt überhaupt nichts gemacht, weil da kein Gegner war. Richtig, immer schön zu den Gegnern. Hau ruf da. Okay. Noch so ein Narr, der in den Helden spielen will. Na, wenn ich so ein Schwächling wäre, würde ich auch blind in den Tod stürmen. Ah, wie hieß der Aquan, der Häuter? Okay. Ja, wieder ein riesiges Monstrum, gegen das wir ursprünglich kämpfen. Boss Aquan, der Häuter. Anscheinend läuft er automatisch. Wir haben hier so ein Autopfad reinlaufen. Wir können dich auch selber steuern, das ist auch möglich. Okay, jetzt haben wir noch 9 mal Leben, das heißt also, wir müssen sowieso so laufen, das ist völlig egal, wir sterben gegen ihn so oder so. Das ist storybedingt. Gegen den zu verlieren. Oha, da atmet noch jemand, du hast Glück, dass du noch lebst. Ich bin Sieg. Ah, oh, wie kann man sich Sieg nennen? Einstweiliger Anführer des Widerstands. Okay. Das gibt mir jetzt völlig egal. Halbmondschlitzer habe ich erlernt. Sichelschlitzer. Chaoskugel und. Okay. Neue Engelsteine. Angelstone Engelsteine. Sind wahrscheinlich unsere Skills. So, zerstörtes Dorf. Dämonenschlachtzug. Wald der geknickten Äste. Übungsluftschiff. Lilims Tempel. Na gut, nehmen wir erstmal hier. Zerstörtes Dorf normal. Akt 1. 1. Um deine Mission zu starten, musst du die Zellen von Start bis Ende verbinden. Jede Zelle hat ihren eigenen Zweck. Siehst du das Waffensymbol? Wähle es auf deinem Weg aus, damit du eine Chance auf Beutewaffen hast. Du wirst sie nämlich nötig haben, um weitere riesige Dämonengenerale herauszufordern. Okay. Anfang. Drei Fähigkeiten aktiv. Ja, nehmen wir mit, würde ich sagen.
Weiß nicht, was war das? Es gibt, ich glaube, Halbmondschlitzer. Packen wir das mal hier unten hin. Na gut, dann packen wir es da hin. Ist ja auch egal. Packen wir das da auch dahin. Jetzt haben wir nicht mehr die gleichen Skills wie gerade eben, aber ist egal. Bevor du mit einer Mission beginnst, erläutere ich dir die Grundlagen. Wenn du überleben willst, pass also auf. Überleben ist übrigens eine gute Sache. Ja, ja, Mana wird verbraucht, Mana wird ja aufgeladen, bla bla bla. So, der, der soll meinetwegen auch ruhig automatisch laufen, das ist okay. Achso, das ist der. Der ist, das hier sieht dann mega nice aus. Kreischer. Ja, Blutung ist schon eine gemeine Sache. Njung. Verflucht. Ja, ich lasse ihn automatisch laufen, das ist okay. Boss infizierter Kreischer. Ja, der soll ja ruhig automatisch laufen, das ist okay. Bam. Blutung. Und verflucht. Und das mehrfach. Gute Kugel. Fliegt langsam auf viel Schaden. Und wir haben den S-Rang erreicht für diese Mission. Heldstufe, Heldenwerb und Level als Speer des Chaos bekommen. Altes Gold 1210 und Spielzeit 49 Sekunden. Okay. Echt nur so wenig. Rüste dich jetzt mit deiner Waffe aus. Denk daran, das gefährliche Ende auf dem Monster zu richten. Dann wird alles gut. Aber wir haben eine neue Waffe. 26 Angriffsstufe. Okay, wir haben bisher gar keine anscheinend. Tatsache. Wir hatten bisher gar keine. So, Akt 2. Okay. Warum muss ich da unten jetzt lang? Achso, klar, das war das eine gewesen, dass wir eine Waffe bekommen und jetzt kriegen wir ein bisschen Beute. Okay. Dann lauf mal. So, machen wir hier gleich mal. Bam, alle verflucht. Na, das Ding lohnt sich noch nicht, der... Doch, jetzt lohnt sich's. Bam! Alle verbluten. Ah, das hat so ein kleines MMO. Hätte ich nicht gedacht, also es sah auch komisch aus, aber ist okay. Infizierte Fanatiker, ich hätte es schlimmer erwartet. So, laufen wir ruhig automatisch. Batsch! Gibt's denn irgendwo Erfahrung? Oder gibt's hier sowas nicht? Ich sehe sie zumindest noch nicht. Hier oben seht ihr übrigens immer die HP und dieses mal 2 bedeutet dann, dass sie diese HP-Leiste mal 2 haben. Ah, das ist noch ein Item. Okay, jetzt habe ich es bekommen. Eisenerz! Level 3. Inferno. Du hast dich sehr langsam selbst ausgewürdigt, das respektiere ich, okay. Anscheinend so eine Verbesserung für den Halbmondschlitzer. 1 von 10, wenn wir 10 Stück davon haben, kriegen wir wahrscheinlich eine Verbesserung dafür. Wer weiß, wer weiß. Wenn du einen Engelstein erhalten hast, musst du ihn freischalten, um seine Fähigkeit zu erlernen. Schauen wir mal, wie du deine Fähigkeiten aktivierst und stufenweise verbesserst. Engelssteine, Angel Stone. So, verborgen. Was? Lernen, okay. Level 1 bis Level 2. 200 Gold kostet das, oder was? Ach ne, wir haben jetzt 10 Stück davon anscheinend bekommen. Oder 5 von diesen Edelsteinen fürs Inferno. Wenn du stärker wirst, kannst du die Stufe deiner Engelsteine verbessern. Die Stufen deiner Fähigkeiten dürfen deine eigene Spielerstufe nicht überschreiten, weil du sonst von einer Engel aus dem Jenseits auf grausamste Weise zerfetzt wirst. Vielen Dank, nett. Stufe auf. Engelsteine sind über die gesamte Welt verstreut und liegen dort, wo die Legion und die Grigori ihre Schlachten schlugen. Behandle sie mit Respekt, denn jeder von ihnen stellt die Seele eines gefallenen Engels dar. Wenn ein Stärker tritt gegen die Legion an, heizt er richtig ein. Alles klar, machen wir. Jetzt haben wir also einen neuen Skill anscheinend. Den wir jetzt auch noch einsetzen. Also die Erfahrung sieht man anscheinend immer nur außerhalb. So, Entfernung. Zack. Ja, da bin ich aber gespannt, was der Skill so drauf hat. Start! Ach, das ist der Skill gewesen, okay. Okay, okay.
So, hier kommen. Die Fluchkugel. Ja. Zack. Alle verblutet. Okay, die Items, glaube ich, kommen hoffentlich automatisch hinter uns her. Akkulieren einfach und wir müssen die nicht aufsammeln oder so ähnlich. Ja, das Kampfsystem ist okay. So kann ich auch fighten. Bam, wieder ein S. Wir haben dann bekommen ein S wieder mal. Halskette des Chaos habe ich abbekommen. Wir haben Level 4 erreicht. Wunderbar, Ranglisten muss bis 390 und wir erhalten das Gold. Und wir haben ein Eisenerz und Level 2 Engels Halskette des Chaos und Level 2 Halskette des Chaos bekommen. Okay, der Preis des Mutes, der Milizhauptmann Thomas Quinn blieb zurück, bla bla bla. Wir müssen uns schon mal killen. Bin dabei. So, Akt 4, was weiß ich, wie viele Akte es hier gibt, ey. Holy shit. Bin für eine ganze Menge anscheinend. Bei dieser Mission kannst du dir einen Engelstein oder Goldherzbelohnung aussuchen. Überleg es dir gut, weil du vielleicht nicht lang genug lebst, um aus deinen Fehlern zu lernen. Wir haben auf jeden Fall einen Engelstein. Ganz klar. Also bitte, ja. Engelstein wird ja wohl drin sein hier. Ah, der quatscht mich voll, lass mich in Ruhe. Ja, ich glaube, Mana-Probleme hat mir nicht ganz so einfach. Also, ich habe immer genug Mana bisher. Blutig! Ja, die Items kommen uns hinterher. So, wo bleibt mein Bossgegner? Da ist er. Nee, ist er nicht. Das war er nicht. Da ist er, der Todbringer. Okay. Zombie, Umarmer. Und jetzt geht's auf zum Todbringer. Hier, 5-mal die HP-Leiste, jetzt 4-mal, 3-mal nur noch. Batsch. 2-mal, 1-mal und jetzt ist auch die HP-Leiste weg. 78 Gold dazu bekommen. Und was haben wir? Wieder bestimmt einen S-Rang. Ja, wunderbar. Ist wahrscheinlich aber am Anfang Inferno erhalten. Wunderbar. Ja, wieder ein Inferno. 1 von 10. Jetzt muss ich noch eins machen. Akt 1, 7. Okay, das ist aber noch lange bis dahin. Während du deinen Weg wirst, kannst du jede Zelle wählen, die du ausräumen willst. Jede Zelle erfordert eine Blitzkarte, wie du schon kümmert sich um die Schwester, aber du hältst die Belohnung. Okay. Ah ja, damit kann man anscheinend direkt die Level fertig machen und ja, Schnellsprung sozusagen. Cool. So, wir haben einfach neue Items bekommen. Und wir können eine Vorräte Stufe 6 Kiste aufmachen, weil wir Stufe 6 anscheinend geworden sind. Und wir haben Stiefel bekommen, wir haben Vorräte Stufe 9x1 bekommen und so weiter und so weiter. Zerlegen können wir einige Dinge. Um wahrscheinlich irgendwelche Materialien, Grundmaterialien, ja okay, Eisenerz anscheinend. Verstärken, diese können wir also verstärken mit Eisenerz. Angriffsschaden 22 auf 23 bis 25 plus 1 bis 3. Fortschritt 0%. Angriffsschaden 22 und Angriffsschaden 24. Zwei Schaden dazu also. Es wird dir immer gelingen, deine Rüstung zu verstärken. Doch wie gut es dir gelingen wird, weiß keiner. Ah ja. Man braucht halt immer wieder neues Eisenerz. Anscheinend kann man durch das Zerlegen. Kriegt man Eisenerz. 4. Achso, Standardstiefel. Hier kommen auch nochmal 2. Also auf jeden Fall kann man hier ab und zu so mal. Ja, ein bisschen was zerlegen. Anlegen.
Eigentlich nicht so doll, wobei das Leben uns natürlich erhöht wird. Anlegen. Und hier haben wir nochmal anlegen. Sehr schön. Gut, ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Achso, ne, Akt 5 müssen wir jetzt machen. Wobei, erwartet, es gibt Level 4 Schulterplattenrüstung, kann erlangt werden. Okay, also kann man immer selber entscheiden, wo man lang gehen möchte. Hier unten geht es nicht lang, nur über die Plätze hier. Na, seht ihr ja schon. Missionsinfo. Empfohlen Stufe 5 vorgeschlagene Fähigkeiten sind all die hier. Skelettmagier, Aasfresser. Was ist hier? Skelettmagier, Schattenmagier. Arkane Rüstung. Okay, kann man also sehen, was man so bekommt und so weiter und so weiter. Tipps, Anforderungen für S-Rang. Schießt die Mission durch Verknüpfung von 4 Zellen in 2 Minuten 40 Sekunden ab. Kommen wir wieder zurück auf unsere, genau. Da oben haben wir unsere Ausdauer, 60 aktuell maximal. Und anscheinend kriegen wir alle 15 Minuten oder alle 10 Minuten so eine Energie wieder. Ist jetzt nicht so doll. Hier unten hat unsere Erfahrung. Ein bisschen, ach nee, jetzt gar kein Chat. Gilde, Aufgaben. Schließlich ein bisschen im Story-Modus ab, kriegen wir 5 Diamanten und Man für Ausdauer. Während 0 und 2 Uhr kriegen wir nochmal 30 Ausdauer dazu. Ja, vielen Dank. Und Erfolge. Achso. Tägliche Aufgaben. Was haben wir sonst noch? Angehörigen Prestige. Prestige, was bringt das? Okay, Prestige-Boni auf Stufe 60 freischalten. Anmelden. Es gibt einen Daily Login-Bonus. Da könnt ihr euch insgesamt 25 Tage, nee, 31 Tage lang hintereinander anmelden. Und da gibt es dann halt, je nachdem, wie lange man sich hintereinander angemeldet hat, eine höhere Belohnung. 350 Edelsteine auf maximalster Stufe. Dann können wir gleich mal ins Postfach gucken. Genau, da haben wir nämlich 50 Rubine, Juwelen, Edelsteine, wie auch immer. So, ja, mein Chat oben rechts. Und die haben wir noch ein bisschen einstellungsmäßig, ja, die Auflösung und so weiter und so weiter. Kann man auf jeden Fall eine ganze Menge einstellen anscheinend. Sprache, Kontoverknüpfung. FAQ. Falls man das auch noch nicht weiß, kann man sich ein bisschen einlesen. Jetzt vielleicht aussuchen, wie kommt man höherstufigen Dungeon. Wie kommt man mit höherstufigen Dämonen? Klar, die Stufendiskrepanz zwischen dir und Dämonen ist dein Schaden deutlich geringer. Falls sie zu stark sind, solltest du mit deinem Helden erst einige Stufen aufsteigen und so weiter. Also gibt es ein paar Tipps, die man sich hier vielleicht durchlesen könnte. Der Teufel liegt im Detail unserer aktuellen Mission. Akt 1, 7 abschließen, Abschlussbedingungen 12.000 Gold. Ja, was man im ganzen Gold machen kann, kann man halt im Shop wahrscheinlich ein bisschen kaufen. Ja, ich könnte im Magischop jetzt das kaufen. Aktiv. Ja, das war's, würde ich sagen, von Angel Stone gewesen. Ja, wie viele andere auch, wie viele von dieser Art. Es gibt ja einige. Aber ja, wem sowas gefällt, kann das ja gerne mal testen. Videobeschreibungen sind die Links zu dem Spiel. Gerne mal eure Meinung zum Spiel. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dann. Ciao.